Am Montag, den 27. Februar, ist es in Greifswald bei einer Demonstration zu Ausschreitungen gekommen. Rund 500 Personen hatten am Abend vor der Caspar-David-Friedrich-Schule gegen das geplante Container-Flüchtlingsdorf demonstriert. Zuvor hatte die Ortsteilvertretung Ostseeviertel in die Schule eingeladen, um über die Pläne für die Flüchtlingsunterkünfte zu sprechen. Jedoch standen nur 40 Plätze für Besucher der Sitzung zur Verfügung. Dies sorgte bei den Demonstrierenden, die zuvor nur über Medien von dem geplanten Dorf erfahren haben, für Unmut. Als der ebenfalls anwesende Oberbürgermeister Stefan Fassbinder, begleitet von Polizisten, die Schule durch den Hinterausgang verlassen wollte, eskalierte die Situation. An der Wolgaster Straße kam es im Anschluss noch zu verbalen und körperlichen Auseinandersetzungen zwischen Demonstranten und Gegendemonstranten. Die Polizei musste eingreifen.